mal sehen, was passiert. Zachary, der Meistergärtner. Ja. Ich bin gespannt, was meine Spezialmischung bewirken wird. Ja, Torf ist natürlich kein Dünger mit. Dumm, die dumm, die dumm. Wow. Es hat geklappt. Schaut euch nur diese gesunden Gewächse an. Und wieder mal habe ich den Eindruck, ich hätte den Beruf verfehlt. Definitiv, Zack. Ihre Beete blühen. Warum sind sie immer noch so betrübt? Springen sie herum und freuen sie sich. So große Erdnussstauden habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist ja das Problem. Ich wollte Kartoffeln anbauen, keine Erdnüsse. Verdammt, ich bin ruiniert. Okay. Na, ihnen kann man aber auch wirklich nichts recht machen. Star-Reporter erwirkt dilettantischen Kartoffelkopf. Der arme Kerl, lass ihn in Ruhe. Gewächs? Ich will dem Gärtner nicht die Hoffnung nehmen. Aber vielleicht können wir jetzt seine Schaufel. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufheitern kann. Waldweg. Sonst können wir hier nichts mehr anklicken. Ja, und wofür haben wir das jetzt gemacht? Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Das hat uns ja jetzt... Also wir haben jetzt ja nichts Neues bekommen. Na, vielleicht können wir jetzt... die Riesenpflanze gießen und dann wird die auch riesig und frisst uns. Auf keinen Fall. Das dachte ich mir schon. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Schade, das funktioniert nicht. Es ist schade um das teure Holzauge. Naja, was soll's. Ich hoffe, das muss sein. Ah, das ist genau wie das andere. Nee. Mahagoni. Ganz edel. Ohne mich. Das ist keine schlechte Idee. Eventuell könnte ich mit den Sägespänen die Termiten zur Holzhütte locken. Aber vorher muss ich erst diese fleischfressende Pflanze vertreiben. Jetzt haben wir 2 verschiedene Sägespäne. Wie sollen wir das denn machen? Das wäre nicht annähernd amüsant. Denken aktiviert. Das ist hirnrissig. Irgendwas übersehe ich. Ich meine, ich habe jetzt schon so viele Sachen gelöst, die eigentlich total unplausibel sind. Aber dass ich jetzt immer noch irgendwas übersehen kann, das wundert mich. Wir müssen irgendwas da hinten machen. Weil, wieso sollten wir das sonst jetzt zum Blühen gebracht haben? Er ist uns ja nicht dankbar, da es ja keine Kartoffeln sind, aber... Wenn überhaupt, gesät wurde nämlich schon... Ja. Nimm das. Erde finde ich und besonders... Nochmal? Ich habe hier schon gedüngt. Ich habe mal wieder keine... Ich habe keine Ahnung, wie das... Dahin mit Flammen. Das geht wohl kaum. Du beliebst...
Das kommt mit. Aber was sollen wir denn dann machen? Das führt zu. Können wir da was reinschneiden? Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause. Nö, lass deine Kuh jetzt mal Kuh sein. Wenn das so. Ich bin verzweifelt. Das leider. Jetzt dürfen wir sie bestimmt haben. Ein solches Gerät kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich hoffe. Lassen Sie die Schaufel dort stehen. Jetzt doch. Er hat etwas dagegen. So ein Pech. Ja. Du hast es falsch verstanden? Ja. Beat. Was würde der Gärtner sagen, wenn ich mich in sein Beet erleichtern würde? Vielleicht gibt es eine bessere Möglichkeit, sein Vertrauen zu gewinnen. Das wäre... Das habe ich nicht nötig. Was lässt sich noch machen? Gleich begehe ich vor lauter Verzweiflung wieder Mord, Selbstmord. Ich würde sie auch gerne umbringen. Diese Idee. Wir brauchen irgendwie. Was brauchen wir? Los, Sushi, Attacke! So langsam beginne ich an mein. Da vielleicht was ausschneiden. Auf keinen Fall! Da vielleicht was ausschneiden. Schade. Da vielleicht was ausschneiden. Es lässt sich nicht benutzen. Und da? Die Zeit ist zu knapp, um sie zu vergeuden. Die Idee war ja ganz... Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Wir reden nochmal mit der... Pflanze. Bonjour, mon petit chouchou. Bonvenue dans l'infirmière. Oh, Ihr Akzent ist widerlich. Mein Ohr blutet. Ich gehe. Excusez-moi, je suis désolé. Irgendwie bringt das nichts. Naja. Wenigstens ist das eine sehr gebildete Pflanze. Aber was machen wir jetzt? Ich bin gerade so still, weil ich verzweifelt überlege, was man machen könnte. Eventuell brauche ich das noch. Okay. Hatte ich erwähnt, dass ich gar... Das sollte ich... Ohne mich... Denk. Ich glaube, ich schau mal nach. Wie viele Folgen sind wir jetzt schon wieder hier in dem Garten? Ich meine, das meiste habe ich ja jetzt gelöst, aber ich weiß echt nicht, was wir jetzt noch machen könnten. Brauchen wir bestimmt nicht. Naja, gut, ich werde dann mal kurz nachgucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Zack McCracken, Between Time and Space.